Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatores und ein fröhliches Chaire für alle, die heute zuschauen, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow und dem mächtigen Pergamonster. Wir sind gerade dabei, Antiochia zu belagern, aber ich habe schlechte Nachrichten. Ich muss die Belagerung abbrechen, denn ich habe es jetzt also mehrfach schon versucht. Kinder des Zeus. Also ich habe es jetzt eben mehrfach versucht und es ist so, er wird einen Ausfall machen und dabei wird das Spiel abstürzen. Deswegen vergessen wir das an der Stelle einfach mit der Belagerung und zieh dich bitte. Hallo? Aber sonst ist noch alles sauber, ne? Okay, gut. Ja, dann müssen wir es jetzt halt... Dann müssen wir es halt riskieren. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Okay, gut. Wenn wir die Armee verlieren, dann ist es halt egal. Ah, es ist gerade echt extrem nervig. Okay, ich werde den Typen ersetzen. Freunde des Königs. Das ist mir total egal. Nimm den. Was ist kostenlos? Du bist kostenlos. So, wenn er mir die Armee vernichtet, dann ist es halt so. Runde beenden. Zack. Gut, gucken wir mal. Also es ist extrem nervig, es ist der fünfte Aufnahmeversuch jetzt mittlerweile und ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, fallen und neu gruppieren. Das ist so geil, dass der die Stadt als also dass der die Verstärkung aus der Stadt dazu kriegt. Es ist interessanterweise auch so, dass ich die Truppen immer in die, immer nur in den Radius zurückziehen, sodass er die Stadt nur als Verstärkungstrupp mit dazu kriegt. Achtet mal drauf, passiert häufiger. Ja, ja, jetzt müssen wir in Hinterhalt kämpfen. Vielen Dank, Spiel. Aber es geht halt nicht anders. Dann schauen wir mal, wie das hier wird. Meine Motivation ist gerade auf einem absoluten Tiefpunkt. Ich werde gleich das Spiel pausieren. Oh, okay, gut, jetzt funktioniert das mit dem Scrolling auch wieder. Wunderbür. Ja. Alles klar. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir müssen die Kavallerie, wir müssen die Plänkler angreifen. Der schießt uns halt sonst komplett zusammen. Nein, nicht so attackieren. Hier oben auf die Hügelkuppe stellen. Moment, ich mach's anders. So. So. Okay. Also dann. Ja, okay. Aber ihr macht ja schon was, ne? Persische Söldnerkaff. Nicht so gut. Hol mir gerade einen neuen Aufschwung. Dann greift ihr mal an. Sag mal, hast du es bald? Wie rennt denn diese Truppe da hinten rum? Also es kann doch echt nicht wahr sein. Schaut euch an, wo die stehen. Seht ihr das? Seht ihr das, wo die stehen und wo die Plänkler hingelaufen sind? In der gleichen Zeit, die Distanz ist ja dreimal größer geworden. Was halte ich hier für einen schlechten Witz? Weg weiter.
Befehl verstanden. Wir müssen nur die Plänkler ausschalten, dann wird das hier noch was. Wir müssen nur die Plänkler ausschalten, dann wird das hier noch was. Meine Aufnahme ruckelt. Dann wird das noch was. Nur die Plänkler ausschalten. Nur die Plänkler ausschalten. Du nicht. Du musst ihn flankieren. So, ab hier rüber. Dass das jetzt ruckelt, ist mir jetzt egal. Das müsst ihr mir jetzt bitte gönnen. Oh, rennt immer schön in die Piken rein. Warte mal. Was zum Geier? Was zum Geier? Ey, ohne Fuck. Kampfrhythmus bringt. Nahkampf, Angriff, Nahkampf, ja, Einstellung, Nahkampf, Angriff, Geschwindigkeit. Okay. Ja. Benutzt sie beide auf den. Genau. Okay. Woher kamen die jetzt bitte? Ganz ernsthaft. So, es ist noch eine Einheit und jetzt denkt sie gerade mal darüber nach zu flüchten. Wobei mal gut, da muss man dazu sagen, das ist jetzt wahrscheinlich ja schon so, boah, ey, es ist eine Unverschämtheit, was dieses Spiel sich immer wieder einfallen lässt, einfach nur um mich zu ärgern. Halt, stopp, hier drüben bitte. So, von drei Seiten jetzt angegriffen, vielleicht wird das eher was. Ja, sieht ganz gut aus. Stopp, ich brauche meinen General. Da sollte jetzt nach Möglichkeit keiner durchbrechen. Ja, Kommandant. Zurück, ein bisschen Männer. Durch. Zurück! Für Ruhm! Zu Befehl! Verstanden, Kommandant! Komm einmal bitte. Komm mal bitte da reinkrachen. Hat sich umgedreht. Hat sich umgedreht. Das ist so geil. Hat sich mit der Phalanx einfach komplett umgedreht. Und da drüben hat er gerade meine Hopliten aufgerieben. So geil. Hier seht ihr es. Das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, was dieses Spiel mit mir veranstaltet. So verlierst du halt auch jede Generalseinheit. Musst du halt... Dann holen wir den General darüber und zwar ganz, ganz fix. Der kommt nicht raus, ne? Der klebt in der Phalanx drin. Das gibt's einfach. Bleib die auf. Klingt das jetzt böse, wenn ich sage, ich will mich an diesem Spiel rächen? Komm wieder raus. Gut, okay, passt. So krass, ey.
Der ist komplett von Phalangen umzingelt. Ich weiß, wir kämpfen hier auf einem ungünstigen Terrain, aber er hat auch noch recht lange durchgehalten. Muss man an der Stelle missgünstig feststellen. Da kommen die Steinschleuderer zurück. Gib dir einen neuen Aufschwung, bitte. Ist noch nicht gelaufen. Seht ihr es? Ist das geil. Kommen wir noch mit den Bügelpennern. Hügelmännern. Königliche Peltasten. Okay. Ja, der. Ja. Ja, ist natürlich klar. Ja, ja. Komm so, komm weg da. Ja, 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 ja. Ist natürlich. Ja, ist geschenkt. Ja, ja. Ach, Leute. Ey, die Fernkampfangriffe von der KI. Ach, die sind einfach so gut. Ja, tatsächlich eine Einheit verloren, ne? Also dafür, dass wir hier in einem gegenden Hinterhalt gekämpft haben, ist es eigentlich immer noch zufriedenstellend, ne? Das war so geil. Schmeißt halt eine Salve rein, zack, 30 weg. Ne? Ja, ja. Hat natürlich auch, ich weiß jetzt nicht... Ja gut, die waren wahrscheinlich schon geschwächt und müde und so weiter. Ja, es ist auch, ich sag's auch ganz ehrlich, es ist geisteskrank, natürlich so in der Nähe von den Peltasten halt rumzurennen. Es ist so genial. Es ist einfach nur so genial, wie absolut OP die Fernkampfangriffe von der KI sind. General muss ich in der Nähe behalten, dass der mir die Truppen motiviert. Steinschleuderer! Schnell! Also ich überlege hin und wieder schon ernsthaft, ob ich nicht in Zukunft auf normal spielen soll, einfach weil mich diese krassen KI-Boni einfach so abnerven. Da hat er weniger Schaden gemacht. Ja, ich muss echt was an den Schatten machen. Die sehen einfach ultra scheiße aus. Sieht schon cool aus, aber ich treffe halt mit den Steinen nichts, ne? Klar, fortfahren. Okay, stopp, halt. Ja, man merkt mal wieder, die Plänkler treffen in der Regel eher die eigenen Männer. Aber Hauptsache, wir überleben diesen Angriff. Also, wie gesagt, es ist extrem nervig. Ich habe es mehrfach versucht, es bringt halt nichts. Und dann nehme ich es lieber in Kauf, dass ich jetzt hier eine scheiß Schlacht mit einem scheiß Hinterhalt schlagen muss. Also, dann ist es halt so. Okay, Gefecht beenden. Ne, und ich meine, guckt euch das an, das ist eine Schrottarmee. Also wir haben echt Glück gehabt, dass wir gegen den
gegen den Drista kämpfen mussten. Boah, die Kills, ey. 464, 269 Kills. Das ist so übel. Die ganzen Kills macht halt fast nur die Kavallerie. Also da merkt man auch einfach, wo der Sinn bei diesen Kämpfen gegen die KI steckt, ne? Komplett vernichtet. Geil. Ach, guck mal da, die nächste Fullstack-Armee. Sehr schön. Ist das so ekelhaft? Nee, noch nicht. Wir kämpfen noch nicht gegen die Galater. So eilig habe ich es nicht. Jetzt kommen wahrscheinlich die Meter mit einer Fullstack und machen mich dann komplett fertig. Nee, doch nicht. Aber Rollers kommt zurück. Schön. Anfrage von Verbündeten. Besiegt folgende Armee im Gefecht die Schrecken des Phobos, Seleukiden. Okay. Das können wir wohl machen. Ach ja, guck mal da. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Da kommt jetzt die dritte Fullstack-Armee oder die. Ne, ist die dritte in Folge, die ich mir jetzt aufräume. Ach, guck mal da. Dann haben die Meder doch kein Bündnis mehr mit denen. Oder sie sind vernichtet. Jedenfalls habe ich auch keinen Krieg mehr mit denen. Was ist eigentlich mit Knossos? Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Die wollen mir nur nichts geben. Die finden mich noch nicht so cool, glaube ich. Naja. Ja. Ach, guck mal da. Ägypten, ne? Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die KI in allererster Linie auf den menschlichen Spieler stürzt, um sich dann nachher von der KI selbst halt wegwickeln zu lassen. Ja, gut, aber wobei, sie wollten ja jetzt auch keinen Frieden mit mir haben, ne? Ich muss schauen, was ich hier brauche. Im Idealfall ist erstmal natürlich... ich gucke mal kurz. Eigentlich ist der Schrein des Ares der mir die Erfahrungsboni auf rekrutierte Einheiten bringt, ne, oder? Moral der Einheiten bei Rekrutierung. Standardmäßig sollte man das eigentlich machen. Der beste Tempel am Anfang ist auf jeden Fall der des Neptun, weil der Nahrung bringt. Ich denke auch darüber nach, einen Tempel des Neptun hier zu bauen. Einfach weil man in Salamis, obwohl da würde man einen Handelshafen wahrscheinlich einrichten. Es ist sau, ja, plus 5 nur. Ich bin noch unentschlossen. Okay. Anakletos. Da ist halt auch noch die volle Garnison drin, ne? Das ist so unglaublich nervig. Ah ja, okay, gut, die Meder wurden vernichtet. Gehören die jetzt wahrscheinlich zu den Parthern? Wahrscheinlich hat Parthien die eingenommen.
Ägypten halt, ne? Die werden mir auch sofort in den Rücken fallen. Jetzt haben wir auch noch diese scheiß Syrien-Provinz hier eingenommen. Okay, lasst mich kurz überlegen. Wir gehen nach Tarsus, schiffen hier dann ein, segeln hier rüber, werden Salamis erobern. Oh, Salamis ist nichts drauf. Wir können auch jetzt Salamis erobern. Okay, du kannst nicht einschiffen. Das ist ein Grafikfehler, ne, dass das hier gelb ist, weil sonst... Schade. Das wäre ein cooler Bug, wenn man hier wassern könnte. Auf diesem seht ihr es hier. So ein ganz klitzekleiner Flex. Wäre es auch cool, wenn das ginge. Aber es ist hier genauso. Nee, geht leider nicht. Oh, wir kriegen zusätzliches Geld. Okay. Ja, wir machen den Schrein des Ares. Wir bekommen halt einen zusätzlichen Rekrutierungsplatz. Aber es kostet halt auch wieder Nahrung. Kann ich mir eigentlich gerade nicht leisten. Und die Schwester wird mich halt sowieso so harassen. Das gibt's gar nicht. Bringt nichts, bringt definitiv nichts. Wir haben neue Nahrung, okay. Was könnten wir machen? Wir könnten hingehen und ist, nee, das haut nicht hin. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. 137 kosten die bei dem. Ah ja, schön, dass die bei mir mehr als doppelt so teuer sind. Ja, es dürfte wahrscheinlich der Vorteil der Seleukiden sein. Also hier mit dieser angefressenen Infanterie und der angefressenen Kavallerie geht es sowieso schon mal gar nicht. Also müssen wir zurück nach Tarsus. Schweren Herzens. Aber es ist total sinnfrei, da irgendwas zu machen. So, was wir machen können, ist, wir können hoffen, dass die Ägypter Antiochia erobern, was es für mich jetzt nicht unbedingt wesentlich besser macht. Was ich eher versuchen würde, wäre... hier die andere Provinz aufzusuchen. Und hier die Gegenspionage zu starten. Und an der Stelle jetzt schon mal... Das kann ich leider noch nicht... Ja, ich hätte gerne die Riesenballisten. Das sind halt schon so die besten Teile, ne? Okay, ich hole mir hier drei Bogenschützen-Einheiten. Ist Linus einer von uns? Ist einer von uns, ne? Dann hat er da eigentlich nichts zu suchen. Da sollte eigentlich jemand anders rein. Moment mal. Kretines können. Den sollten wir irgendwann auch noch einsetzen. Anakletos, aber den haben wir ja da. Was bringt Linus? Auch gut. Puh. Okay, wir werden nochmal Kleobis einsetzen. Wir hungern nach einer Schlacht. Kommandant, erfüllt eure Pflicht, Männer. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Und
wir nochmal ein paar Einheiten rekrutieren. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch gemacht. Naja, so. Das ist so geil. Bonus auf die Nahkampfabwehr. Minus 1 feindliche Belagerungszeit, doppelt bei Stadthäfen. Dann haben die immer nur ein... Och komm ey, Alter. Auf jeden Fall, warum nicht? Nochmal minus 1 auf Belagerungszeit. Das ist doch sau cool, das machen wir jetzt so. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. So, wen vergiftet er? Hier? Dass der mich hier angreifen konnte mit der Verstärkung, ist einfach so mega asozial. Okay, ich glaube, jetzt kann ich Antiochia einfach so einnehmen. Oh, die Galater sind so gut wie hinüber. Cool. Unsere Agentin wurde entdeckt und unsere Vorräte wurden vergiftet. Und sie wurde natürlich wieder komplett lahmgelegt. Es wäre ansonsten auch irgendwie ein bisschen zu einfach. Ja, ja, ja. Immerhin haben wir mittlerweile hier ermutigte Bevölkerung als Vorteil, weil unsere Armee permanent in der Stadt rumsteht. Denn draußen wird sie zusammengeschossen. Und Palmyra gehört mittlerweile auch zu Ägypten. Herzlichen Glückwunsch. Die Seleukiden sind einfach so unfähig. Epirus wurde vernichtet. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich mit der Armee mal irgendwann hätte was machen können, aber bisher steht sie halt einfach nur da rum und wird einfach nur von den Seleukiden genervt. Okay. Wie kann ich euch dienen? Ich bin immer noch unentschlossen, was ich als nächstes mache. Sparta hat Epirus vernichtet. Krass. Hätte sich ja beinahe gelohnt, in den Krieg einzusteigen, ne? Aber wobei, dann hätten die wahrscheinlich verloren und Epirus wäre irgendwann hier gelandet und hätte mich hier mit 2 Fullstacks angegriffen. Nee. Aber auch das ist wohl nicht der Sinn der Sache. Bist du immer nur eine Satrapie? Ah ja, okay, gut. Dann wirst du. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Kidri. Du wirst bald frei sein. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt eigentlich die beste Zeit, um Antiochia zu erobern. Ich meine, besseren Moment gibt es ja eigentlich gar nicht. Sehen wir aber dann im nächsten Teil. Ich habe gesagt, ich wollte noch was zur Geschichte von Telephos sagen. Das hole ich jetzt an der Stelle gerade nach. Okay, also, oh Gott, es ärgert mich gerade so, dass wir seit 2 Folgen aber echt nicht weitergekommen sind, was die Eroberung angeht. Einfach nur, weil die Seleukiden Fullstack nach Fullstack nach Fullstack herumspammen. Das ist so schlimm. Okay, also jetzt aber genug genörgelt. Kommen wir zu Telephos. Telephos, der sagenhafte Gründer der Stadt Pergamon, der Heros unseres Hauses. Das heißt also sowas wie der Schutzheld oder der Hausheld bei uns. Ja, also der, der in unserem Herrscherhaus der attalidischen Dynastie standardmäßig verehrt wird. Er war der Sohn des Herakles und der Auge. Und die Auge war die Tochter des Königs Aleos, der sich in Delphi hat weissagen lassen. Delphi war ja dieses berühmt-berüchtigte Orakel, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich schon. In Delphi sind ganz, ganz viele Leute hingegangen, um sich eben die Zukunft weissagen zu lassen von der Pythia. Das war die hohe Priesterin dort, oder die war die Hellseherin, sage ich mal.
Dementsprechend reich war Delphi übrigens auch, nur so am Rande. Ja, und ihm ist vom Orakel in Delphi geweissagt worden, dass sein Sohn, ich verkürze das jetzt mal alles ein bisschen, sein Onkel und die Brüder seiner Mutter töten würde und so weiter und so fort. Und deswegen war es halt so, dass der Vater, ja, der fand das halt ziemlich schlimm und hat dann seiner Tochter ein Keuschheitsgelübde aufs Auge gedrückt und hat gesagt, sie soll als Priesterin der Athene weiter keusch leben, zurückgezogen und so weiter. Naja, aber wie es halt so ist, wenn der Herakles eine Frau hübsch findet, dann erobert er die natürlich auch im Sturm, trotz Keuschheitsgelübde. Sie ist schwanger geworden, hat ganz im Geheimen dann, weil sie ja wusste, dass das eben Riesenprobleme geben würde mit ihrer Familie, hat sie das Kind im Geheimen gekriegt. Und ja, nachher war es dann so, dass der König war halt natürlich total erbost und sauer und er hat gesagt, ja, also eigentlich gäbe es dafür die Todesstrafe und das konnte er dann aber doch nicht übers Herz bringen. Er wollte sie dann doch nicht direkt vollstrecken, sondern hat dann eben die Todesstrafe dadurch vollstrecken lassen, dass er sie auf einem Schiff ausgesetzt hat. Und auf diesem Schiff kam sie dann später in die Gegend von Mysien, wo der König Teutras residierte. Mysien ist ungefähr hier. Da kann ich das nur mal ganz kurz zeigen. Ja. Und dieser König nahm sie auf. Dieser König nahm interessanterweise auch Telephos auf. Telephos wurde ausgesetzt in den Bergen, wurde dort von einer Hirschkuh dann gesäugt, hat dadurch überlebt. Ihr seht schon so ein bisschen Parallele zu anderen Sagen, zum Beispiel bei der Stadtgründung Roms, wo Romulus und Remus von der Wölfin gesäugt werden, hier das natürlich als Bild, um zu zeigen, dass die Kraft des Hirsches auch auf Telephos übergehen sollte und der Hirsch nicht nur ein Symbol für Stärke, auch für Fruchtbarkeit und andere Dinge, ne? Also das hat man, ne? Deswegen hat man diese Geschichte sich halt ausgedacht, das ist einfach so ein schönes Stilmittel, oder korrekterweise ist es kein Stilmittel, aber der Hirsch, der soll halt eben, der soll dem Telephos halt Kraft geben. Und das hat er auch getan, also beziehungsweise Telephos wurde zu einem hervorragenden Krieger, der dann später eben im Dienste des Königs Teutras in Mysien eben stand. Und es war so, dass er von dem König Teutras belohnt werden sollte. Er sollte die Hand einer adligen Frau bekommen und ihr ahnt schon, es sollte tatsächlich seine eigene Mutter sein. Es erinnert so ein bisschen an die Geschichte von Ödipus. Es war dann aber tatsächlich dann so, dass die Trauung nicht vollzogen werden konnte, weil eine Schlange sich zwischen das Brautpaar schlängelte. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Omen in Griechenland gewesen und deswegen wurde diese Ehe nicht geschlossen. Also die Schlange symbolisiert auch, dass die Götter ihren Segen nicht dieser Ehe geben. Und Telephos hat dann nachher eine andere Frau geheiratet, Astyoche, das ist die Schwester des Königs Priamos von Troja. Und das war auch der Grund, warum sich Telephos selbst später nicht am Krieg gegen Troja beteiligte. Die Geschichte erzählt sich dann wie folgt. Die Hellenen zogen durch Mysien auf dem Weg ins sagenhafte Troja und griffen diese Stadt versehentlich an. Warum? Führt jetzt zu weit. Aber bei diesem Angriff auf Mysien, nicht die Stadt, aber das, ne, auf das Gebiet Mysien, wurde Telephos von einem Speer des Achill verwundet. Und das Orakel in Delphi sagte, als diese Wunde halt nicht heilte, dass nur derjenige, der diese Wunde verursacht habe, sie auch wieder heilen könnte. Daraufhin gab es ein langes Hin und Her. Telephos raubte den Sohn Agamemnons. Agamemnon, der König von Mykene, also hier, ja, einer der Hellenen, die ja bei der Belagerung von Troja dabei waren. Er presste Achill. Achill sagte, ich bin eigentlich nicht so für meine Heilkunst bekannt. Konnte da auch nicht wirklich viel machen. Und dann kam Odysseus ins Spiel und der hat nämlich gesagt, dass dieser Orakelspruch wahrscheinlich so gemeint ist,
dass der Speer der Verursacher dieser Wunde gewesen sei und eben nicht Achill und dass deswegen dieser Speer die Wunde heilen könne. Daraufhin hat man dann ein bisschen Rost von diesem Pilum oder von dieser Lanze eben abgeschabt und hat das dann Telephos in die Wunde gestreut. Ich kann übrigens nur jedem da von der Nachahmung abraten. Das ist hochgiftig und führt garantiert zu Wundinfektionen, aber das spiegelt auch so ein bisschen das griechische Verständnis im hippokratischen Sinne wieder, wonach ein Arzt eben zur Heilung auch Gift verschreiben darf und ob jetzt etwas Gift ist oder nicht, darüber entscheidet nach Hippokrates die Dosis. Ne? Und so konnte es, also das spiegelt echt so ein bisschen dieses medizinische Denken der Griechen wieder, finde ich eigentlich total interessant. Naja, und jedenfalls wurde Telephos dann wieder gesund und erwies dann den Griechen den Weg nach Troja, hat sich aber aufgrund seiner Ehe mit Astyoche nicht dazu bereit erklärt, selbst gegen Troja zu ziehen, weil er ja eben mit Priamos verwandt war. Stattdessen hat er in diesem Gebiet die Stadt Pergamon gegründet, aus der dann eben das Haus der Attaliden hervorging. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute zu Ende. Im nächsten Part steigen wir wieder ein. Gucken mal, was wir noch gegen die Seleukiden machen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wünsche euch alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht nur Pax Vobiscum Valete natürlich, sondern auch Eirene Hymin.